Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Video S19 auf der Kleinschönhof mit Fabi. Hallöchen. Wieso sind gerade meine Tasten umgekehrt? Weiß ich nicht. Also ich drücke S und ich fahre vorwärts. Ja, dann hast du wieder auf Englisch die Tastatur umgestellt. Nein, wenn ich Z drücke, ist Z. Ja. Nee, hast du nicht umgestellt. Warte, ich muss noch ein bisschen Silage fahren. Ja, komm. Mann, Alice, du Saftgurke. Ja, Silage muss nur eine Fuhre gefahren werden. Also, wir haben wieder Minimum eine halbe Stunde gebraucht, dass wir wieder reinkommen ins Spiel. Nein. Stimmt, 45 Minuten. Wir brauchen nie lange. Nein. Hey! 200 MB! Nach einer Minute, normal habe ich jetzt schon Gigabyte. Ich bin 300 MB. Ich bin jetzt auch bei 300 MB. Jetzt bin ich bei 400. Ja, ich statt 330. 500. Ja, das dürftest du jetzt nicht sagen. Ich muss den Fan dringend mal waschen. Also bei OBS muss man auch, da hast du nur einen Gigabyte so. Na dann. Alles voll. Na ja, du? Ja, du bist auch voll. Meinte die Füllstände, aber okay. So, dann schicke ich den ERC-Klasse an der Saatmaschine und ich schnappe dann den Beta-Mehl dann raus. Habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Ich weiß gar nicht, was kann ich jetzt machen? Weiß ich nicht. Für was hast du es auch gerade letzte Folge gesagt? Ah, ich zeig jetzt erstmal den neuen Mod. Was für einen neuen Mod? HB80. Ach so. Weil ja. Wir haben nämlich diese schönen Kipper hier aus dem 17er. Also, die hat halt jemand anders konvertiert. Die haben wir mit reingenommen. Ja, gibt's halt als 11 Tonner, als Ballenwagen, als 15 Tonner, als 15 Tonner und als 14. Nee. 15. Als 15 Tonner mit Metallaufsatz, als 15 Tonner mit Holzaufsatz oder als Ballenwagen oder als 11 Tonner. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, und halt Hexewagen. Hühner sind versorgt, Schafe sind versorgt, Kühe sind versorgt. LOL. Bei dem MB-Truck fährt das so. Sind versorgt, hä? Bei den MB-Truck fährt er mit W nach vorne. Lol. Dann lass mich mal den Dings hier fahren. Hä? Ja, ich weiß warum. Wegen vorwärts, rückwärts oder was? Der war vorwärts, rückwärts war aus, aber der fahr jetzt mal. Ja. Fährt er jetzt wieder normal? Ja. Vorwärts, rückwärts war umgestellt, wobei bei mir fuhr der immer noch falsch rum. Du hast den MB-Truck schon mal fertig. Mhm. So, was soll denn Aufwärts 29? Ne, 16. Weiß ich nicht, irgendwas, was Geld bringt. Ja, Geld oder Strom brauchen wir auch. Ne, Strom war ja schon oben. Na komm, ich nochmal Hafer, der Rest an Sojabohnen. Oder Walzen? Weiß ich nicht. Nee, Walzen haben wir noch ein bisschen liegen. Ich wollte gerade sagen, mit Walzen haben wir noch 200 Liter rumliegen. Das wohl angekippt hat, ey. Ich beschwere mich letztens noch darüber. Achso, du brauchst den B-Trag hier. Ja, ja. Dass du das Mähwerk hinten falsch rum anhängst und ich glaube, ich habe sie da falsch rum angehangen. Nee, ja, hast du es. Doch, nee. Doch, ist richtig. Stimmt, bei dem NFM-Livestream. Nee, da haben wir einen Krone Big M. Nein. Echt? Fehlten uns jetzt. Also. Achso, Heu oder Gras? Weiß ich nicht.
Kannst ja nachgucken. So, mein privater Weg. Ich möchte wirklich nicht sagen. Den Kipper, den wir jetzt haben, der bringt 8.000 und die HW80 kosten 4.000. Irgendwas Ja. ist da wohl falsch gelaufen. Ah, dafür ist der Körper, wo wir haben jetzt besser, finde ich. Ja. Ach nö. Auch nö. Schön wieder zurück. Ja, ich bin dann in der Zwischenzeit mal auf Suche nach dem wilden Ossi gefahren. Bin weit weggefahren. Da hinten ist er. Oh nein, Scheiße, gib Gas. Ach ja, wir haben ja diesmal sogar noch weitere Strecken. Oh, so weit. Abfahrt. Mach schon die ganze Zeit. Naja, Ja, einer aber muss ich ja. habe hier unten gerade in der Ecke noch so ein bisschen das aus dem Fluss rausgeholt, weil der Ossi jetzt an Fluss rangemäht hat. Ja, und man muss ja alles mitnehmen. Ja. Ja, dann gedreht. Man hätte es ja direkt hinten den Schwader dran machen können, wenn wir jetzt Gras gemacht hätten. Wobei ich weiß gar nicht, ob der das PS-mäßig schaffen würde. Natürlich. Alter. Was denn? Vor allem, deine Ecke, da ist eigentlich gar kein Hubbel und trotzdem springen die Traktoren deine Ecke übelst. Welche Ecke denn? Ja, hier hinter mir. Genau hier oben. Das ist Hier ein sind schon Huckel. drei. Nee, doch, das sind wohl drei Bodenwellen. Mann, 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 Mann. Brauchst du eine Brille oder was? Nö. Kontaktlinsen. Aber hallo. Ja, die ja, gell? Oh no, das Saatmeister hat immer 25% drin. Reicht doch. Aber nicht für alle Felder. Das ist richtig. Oh, sie darf gleich die große Wiese mähen. Erster Schnitt. Erster Schnitt von der großen Wiese. Ab dem Folgentitel. Hat auch so Gott gedacht. Meine Reifen sind grün. Der Trecker ist grün. Das wundert mich irgendwie. Der MB-Trecker ist immer nur braun, aber der Fendt wird immer grün. Ich denke, beim MB-Trecker werden nur die Reifen grün. Das ist eigentlich eine Wiese, die man kaufen könnte. Junge, wir haben kein Geld. 44.000, alles klar, für die Wiese, das ist ja nicht mal das Geld wert. Wenn du da jetzt geradeaus weiter guckst, ist da nochmal so ein kleines Wiesending, ne? Das Kurz hast du vor auch schon am Silvester. Überlegen. Ja, moin. Die war ich eigentlich auch schon überlegen, aber können wir einfach die Bäume hier umnieten, alles? Zwischen Flügen. Ja, und dann hätten wir eine größere Wiese. So, jetzt hier die kleine Wiese mähen.
Eigentlich könnte man sich mal einen größeren Zetter zuschaffen. Ja, aber mit diesem Geld. Reicht doch. Ja, wir haben ja gesagt, wir lassen mal 40k oder so als Puffer, falls. Ich weiß ja nicht, wie viel würde so ein Zeta kosten. Bänder. 16.000. Für den hier kriegen wir, boy. Ach, ne, genau. 7. Ja gut, dann kriegen wir beim Händler. 7, 5, 8, keine Ahnung. Ja, 7,5 kriegen wir ja, aber. Ach so, halt eine 8, schätze ich mal so grob. 7.500 plus 20% sind 9. Ah, nur 7.000 Euro. Okay. Aber das ist halt dann auch nur der, der auch wieder nur hinterm Trecker läuft, ne? Nicht der, der auf dem Anhänger läuft. Der hier hat jetzt 6 Meter und der hat dann 8,7. Ja gut, das ist nicht so wirklich das Geld wert. Kann man besser noch ein bisschen sparen auf die Was 27.000 und dann hast du 14 Meter. bin gleich einmal rund. Warum jetzt zwei Mähgespanne? Natürlich. Okay. Natürlich wegen 3 Hektar gleich zweimal, nee, wegen 5 Hektar sagen wir mal, gleich zwei doppelt, Schmetterlingsmehl Nein, kaufen. ich meinte einfach nur so ein Seitenmähwerk dann noch. Also Seitenmähwerk und vorne, ne? Ja, ist ja. Gehen wir zum Bauern hin und sagen, ey, würdest du wegen 5 Hektar neues Mehl kaufen? Nö. Ja, also. Der dachte ich auch, sollte. Hä? Das hat dann ja, das habe ich in 2 Stunden gemäht. Irgendwie Kunde fänd wird, Alter. Ja, das ist das ja, was ich meine. Und der MB-Track hat einfach gar nichts. Selbst das Gewicht wird zu grün. Okay, aber das finde ich ein bisschen übertrieben. Ja, das ist halt einfach die komplette Dirt Plane, die getauscht wird. Was ja auch echt dafür. Dafür ist beim MB-Tag realistisch, aber eigentlich wenn dann bei teilweise nur ein bisschen die Reifen und. Weil wie vorne ein Mähwerk komplett dreckig ist und hinten einfach noch gar nichts. Bergauf lässt deiner ein bisschen nach, kann das sein? Ist das schlimm? War ja auch nur eine Frage. Ja, im Gegensatz zu der muss es sich auch ein bisschen anstrengen. Auf wie viel dreht deiner? 1800. Lol. Meine auch. Ich glaube, meiner ein bisschen anstrengender, glaube ich, das Mehlwerk. Ja, deiner hat die höhere Belastung dann. Den Drehmoment, den kannst du ja eigentlich eh nicht vergleichen. Genau, bis 10 Minuten habe ich eine ganz kleine Folge und jetzt haben wir 14 Minuten. Und ich bin bei 18 GB. Der hat jetzt in 5 Minuten hat er über 10 GB gemacht. Läuft.
Wir sind jetzt erfolgreich bei über 15 Minuten angelangt. Achso. Vielen Dank, das war's für dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne noch schnell schaffen. Vorbei, vorbei, vorbei. Bis nächstes Mal. Einen schönen Tag noch. Ciao. Was soll das? Tschüss.